Servus, die Madel und grüß euch, die Burm. Ja, der alte Wolf ist wieder mal unterwegs. Klar, unter der Woche muss ich ausnutzen. Das Einzige, was mir allerdings aufgefallen ist, was ein bisschen negativ ist, man hat natürlich auch viel mehr Lärm. Ich meine, ich bin nicht in den dichtesten Wald herinnen. Mein Dschungelgebiet ist nicht so riesengroß. Also da hört man schon oft 2-3 Kilometer weit. Kein Problem. Hört halt seinen Arbeitslärm, aber gut. Ist halt so. Was habe ich vor? Ein bisschen durch den Waldstreifen, ein bisschen gemütlich machen. Ein bisschen relaxen. Ein kleines Superl werden wir heute machen, ein Gemüsesuperl. Dass nicht jeder nur glaubt, ich schlemm nur, wenn ich unterwegs bin. Nein, das mache ich nicht. Heute machen wir ein sehr gemütliches Gemüsesuperl und dazu suchen wir uns jetzt ein schönes Platzl. Wir haben jetzt 4-5 Grad. Die Sonne sollte jetzt rauskommen. Ein bisschen schaut es eh schon durch. Sollte den ganzen Nachmittag sonnig sein und ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Und jetzt legen wir mal los. Diese roten Schwammeln findet man überall. Die sind wunderschön. Mir gefallen die. Da vorne auf dem Baum kann man schön erkennen. Da ist eine riesen Knolle drauf. Schaut urgeil aus. Ja, ich weiß, das hat einen eigenen Namen, aber den vergiss ich immer wieder. Ich darf das, ich bin ja schon alt. Jetzt schaut euch einmal die Gegend an. Ist die nicht hammerstark? Da ist ein bisschen weniger bewachsen. Da ist es nicht so dicht. Aber da hinten, da sieht man in 2 Monaten dann schon immer durch. Ja, Freunde, ich versuche da gerade wieder Winnetou ein bisschen durchs Unterholz zum Streichen, aber ich habe meine Mokassins heute nicht mit, sondern ich habe die Lover an. Und da ist Schleichen nicht so einfach. Aber vielleicht kommt uns da noch was. Irgendwas Tierisches vor die Linsen. Ja, ganz schön anbissen, aber der ist gar nicht so wach. Der ist ganz schön hart noch. Da war das ein Specht. So schön, die Vogel zwitschern wieder. Der Frühling ist gekommen. Das ist so schön. Ich hoffe, man hört die Vogel gegenüber dem Lärm. Das ist schon extrem. Also mit denen hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Aber ja, ist jetzt so. Das heißt ja nicht nur, weil ich nichts mehr hakel, hakeln die anderen auch nichts mehr. Die müssen schon noch was tun. Wahnsinn, wie schön der schon mit Moos überzogen ist. Oh, super. Ich weiß nicht, wie lange der schon liegt. Das Platzl da ist halbwegs safe von den Baum her. Und machen wir es da halt einmal ein bisschen gemütlich. Ja, Freunde, in der Zwischenzeit habe ich mir es gemütlich gemacht, das Tab ein bisschen aufgespannt. Mein Tischl habe ich heute auch mit, heute habe ich alle 2 mit. Und in Solersdorf, und da will ich mir mein Gemüsesuperl machen. Aber natürlich auch mein Boot dazu dabei. Und ja, was wir da alles reinhauen in Superl, zeige ich gleich näher. Ja, was haben wir dabei? Ich habe einen Kartoffel dabei, den werde ich mal gleich schneiden. Ich habe auch Karotten dabei. Ich habe so eine Frühlingszwiebel, das werden wir sie noch schneiden. Dann habe ich noch ein paar Erbsen, was mir reingeben. Und so eine Suppeneinlage habe ich auch noch ein bisschen mit. Und eine Gemüsebrühe. Ja, und jetzt schneiden wir sich das einmal alles zusammen und dann haben wir das in den Superl. Ja, jetzt schneiden wir sie mal eigentlich den. Ja, das Tischl steht da nicht hundertprozentig gerade, aber das macht auch nichts. So, jetzt machen wir sich die Karotten ein bisschen kleiner. Den Zwiebelschädel, ja, der kommt dann eigentlich am Schluss dazu. Der soll sich nicht so zerkochen. So, jetzt haben wir mal ein Wasser rein. So, wir rollen das wieder ein bisschen auf. Und brennt schon. So. Habe ich schon etliches hergekriegt. Ja, der Solersdorf brennt. Ja, ich weiß, da muss man jetzt öfters nachlegen. Das ist halt so, aber das macht nichts. So, und jetzt werden wir mal ein bisschen was ins Wasser reinhauen, dass das kochen kann.
Lebensmittel, was halt immer da nehmen. Kollateralschaden macht nichts. So, und einmal drauf damit. Wie gesagt, das ist der Solo-Stuff-Light, da muss man halt öfters nachlegen, weil das ist der kleinste von einer. Aber ich hab den verdammt gern, weil den kannst du mit fingerdicke Asteln reichen da. Mehr brauchst du da nicht. So, meine kleinen Dinge habe ich auch kleine. Die können auch gleich mitkochen. So, die Erbsen haben wir ein bisschen. So, da haben wir die Zwiebel auch schon langsam rein tun. Und dann brauchen wir ein bisschen Geschmack auch für die Suppen. So. Und hinein mit dir. Na, so weit wollte ich es nicht. Ja, so hoppala kann ich auch dazu. Hab's schon wieder heraus. Ja, das ist halt so. So, Freunde, mein Suppen ist so weit. Herrlich. Jawohl. Heute lassen wir jetzt da einmal extrem gut schmecken. Wow. Na, das schaut geil aus. Zeige ich gleich näher. Boah. Na, schaut das nicht lecker aus. Extrem gesund. Ja. Da schaufe ich mir jetzt ein bisschen rein. Gigantisch. Ja, wie ich schon mal erwähnt habe, also ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch so Gemüsesuppe oder irgendwas in der Art machen, dass nicht wirklich alle glauben, ich fülle da nur um und haue mir nur einen Speck und alles rein. Das tue ich eigentlich schon länger nicht. Ich habe das zwar nicht erwähnt, aber seit 2 Monaten schaue ich wirklich ein bisschen aufs Gewichterl. Ich habe auch 6 Kilo verloren. Sollten noch etliche folgen, hoffentlich. Ich will da auch diesmal gar nicht schnell machen, nichts ratzfatz, weil das hast du gleich wieder um. Das ist wirklich schön gemütlich. Und das, was ich da heraus ist beim Filmen, das ist ich daheim natürlich nicht. Naja, sonst hätte das nicht funktionieren. Aber wenn man denkt, ich wollte euch das ein bisschen offenbaren, dass ihr nicht glaubt, sie ist nur so exquisite und fette Sachen. Jo, Freunde, normal zeige ich das auch nicht, aber es braucht auch nicht glauben, dass ich immer alles zusammen ist, das mache ich nicht. Es kommt immer darauf an, was ich dabei habe. Und so wie jetzt, wo ich eigentlich die Suppen, also da ist noch sicher ein Viertel ist noch drin, das habe ich nicht alles zusammengegessen. Und so wie das, das stört natürlich kein Viertel und das lasse ich natürlich auch da. Die sollen ja auch was davon haben. So, da. Ein bisschen was ist noch drinnen. Ja, das sollte reichen für Kaffee. Aber jetzt. Ja, brennt ja super. Jawohl, schwarze Gold ist da. Herrlich. Ja, Freunde, ich weiß sicher, ich schon extrem angegangen. Meine Krankensaison, gesund werden, schaut sich das wieder an. Der Frühling kommt außer mit euch. Und natürlich auch alle anderen. Prost, Freunde. Ui, ja, das ist Bialetti. Das ist Bialetti. Ah, das ist wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten und was weiß ich, Geburtstag, alles gleichzeitig. Hammer. Ja, das ist ein Gedicht. Halleluja. Das sind sogar mehrere Strophen von einem Gedicht, sag ich mal. Ja, wir haben 8,3 Grad, also
ist nicht so kalt. Ja, mein Solo-Stoff ist wieder ausgekühlt und kann man wieder schön zusammenpacken. Und das Dosel wird der Franz Buckelgaxen sicher kennen, das habe ich von ihm gekriegt. Das war für meinen Sturmkocher, mein Drangherr, den habe ich aber verkauft. Das Dosel habe ich mir aufgekommen, weil, schaut einmal, das passt da genau rein. Perfekt, kannst dann Spiritus einfüllen, Bioethanol oder Brenngel. Nehme ich am liebsten schon fast, das Brenngel ist einfach viel sicherer. Ja, da ist schon langsam dann ein bisschen putzen anfangen, weil so dreckig nehme ich das nicht mit. Aber ich habe noch Zeit, mir trinkt ja nichts. Ja, und natürlich nehmen wir unseren Müll wieder nach Hause. Das ist eh logisch. Den Rest putzen wir dann daheim schön. Ja, das Tarnmuster fällt natürlich schon ein bisschen auf. Da war das braune Tarp, was ich habe, wahrscheinlich besser für die jetzige Zeit. Aber im Frühling wird das wieder wahrscheinlich gescheiter sein. Ja, alles perfekt. Wird dann schon langsam zusammenrahmen. Ziehst mir wieder ein bisschen durch den Dschungel. Ja, was ich noch erwähnen wollte, wenn das jetzt online ist, werde ich wahrscheinlich schon einen ganz neuen Kocher in der Hand haben. Es gibt ihn schon zum Kaufen, habe ich gesehen. Ein paar haben wir schon eingekriegt, jetzt zum Testen einmal. Kann man mit Spiritus Brennpasta betreiben oder was auch immer. Ich werde wahrscheinlich bei meiner Brennpasta bleiben, weil diese Feuerträgen ist wirklich ein Hammer. Vor allem, die ist gelartig. Da kannst du alles umkippen. Da passiert absolut nichts und die brennt auch extrem heiß. Also, naja, werden wir wahrscheinlich wieder eine organisieren. Ein bisschen was habe ich noch daheim, weil im Sommer ist das immer noch das sicherste, meiner Meinung nach. Jetzt wird es noch halbwegs wurscht sein, aber wie gesagt, so wie da, wo ich ein bisschen erhöht bin, bevor was umkippt, nehme ich lieber ein Brenngel oder ein Brennpasta und dann bin ich auf der sicheren Seite. So, aber jetzt werde ich mal in den restlichen Dingen ein bisschen wegräumen, Start wieder anbauen. So, jetzt kommt das Föhner drauf. Falls einer einen Stuben hat und wir wissen, wie ich das draufgehängt habe, ich habe ganz einfach so ein Bungee-Cord. Das hängen wir da hinten rein. Dann kommt das Föhn oben drauf. Dann schmeiße ich das da drüber. Ziehe mein Schlaufen da durch. Mit dem kann ich es dann noch ein bisschen spannen. Ein bisschen noch verteilen. Und das halt kann man natürlich was anderes auch drauf schneiden. Muss ja nicht unbedingt der Föhn sein, vielleicht ein Decken oder so. So, die kleinen Holzeln schmeißen wir noch durch die Gegend. Ein bisschen wuseln wieder. Wobei, viel wird es da nicht helfen, weil ich keine Blauen mehr da habe, aber ja, das ist diesmal ziemlich umsonst. Ja, ich denke, was soll's. Gehen wir.
jetzt laufen wir schon langsam wieder zurück. Obwohl das ist wirklich eine super Gegend, aber warum ich kein Viecherl gesehen habe, wundert mich echt. Jetzt komme ich da wieder auf die Freifläche raus. Vielleicht sehe ich da irgendwo was. Ein bisschen ruhig fahren. Der schaut ja auch mal geil aus. Ist schon gebrochen. Ja, schon wieder Kerl. Da folge jetzt noch so einen Bierpfad. Und bin ich fast beim Auto. Da habe ich jetzt noch frische Erden gefunden. Schöner Bau. Die Erde ist ganz frisch da. Jo, Freunde, da vorne bin ich dann schon auf der Wiese und gleich beim Auto. Das war es einmal wieder von der Tour. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.